Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Ja, ihr seht schon da links unten, ich habe eine Magietruhe aus Arena 8 bekommen. Habe ich gegen einen aus Arena 8 gespielt und dann habe ich halt gewonnen. Unser Ziel ist es heute, die Kronentruhe voll zu machen. Und ja, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich dann die Magietruhe und eine Goldtruhe geben. Aber unser Ziel ist heute erstmal, die Kronentruhe voll zu machen. Haben auch gleich einen Gegner gefunden, ich wünsche ihm mal viel Glück. Schreibt er noch was? Nur noch eben nicht. So, wir warten erstmal ab, was er macht. Er macht nichts. Gut, dann machen wir auch nichts. Okay, das ist jetzt nicht sehr schlau von ihm gewesen. Das war jetzt auch nicht besonders schlau. Setzen wir hier mal den Bomber gegen die Prinzessin. So, ich hoffe unsere Barbaren natürlich nicht. Aber wir kriegen, glaube ich, seinen Turm down drüben. Ja, aber unser Turm leidet auch sehr. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nur eine Aufgabe und das ist, diesen linken Turm zu verteidigen. Okay. Muss auf seine Princess wieder aufpassen. Okay, er setzt hier den Feuerball. Verstehe ich jetzt hier nicht ganz. Ah, fuck, die bekommt hier noch einen ab. Das ist jetzt nicht so. Aber wir machen ihm gut Schaden da drüben. Also, da möchte ich mich jetzt mal nicht beschweren. Setzen hier den Bomber gegen den Eismagier. Der sollte den locker down kriegen, denke ich mal. Ja. Schießen wir hier gleich. Oh ja. Oh ja. Nein, wir kriegen ihn leider nicht ganz down. Schade, liebe Freunde. Aber der scheint schon richtig gut zu sein, weil der... Oh, habe ich natürlich nicht gesehen, mal wieder. War halt sehr ungünstig. Okay. Also wir sollten eigentlich seinen zweiten Turm down kriegen, denke ich mal. Ja. Okay, Leute, ich dachte eigentlich, wir müssen zwei Kämpfe machen, aber irgendwie doch nicht, weil wir schon zwei Turm haben. Dann gibt es halt heute nochmal einen Kampf. Weil wir gerade so lustig drauf sind, versuchen wir jetzt mal auf der Kron zu gehen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich frage mich nur, warum er den einen Turm nicht down macht. Sag ich mal, wow. Wieso hat er den Turm nicht down gemacht? Ich verstehe das nicht, Leute. Also wir werden heute auf jeden Fall... Oder sollen wir mal gegen den Andrei spielen? Okay, wir kommen. Komm, Leute, wir spielen jetzt mal gegen den Andrei. Nicht danke, sondern viel Glück. Wir spielen mal gegen den Andrei. Bedanke ich mich auch. Und, ja. Ich würde sagen, er hat keine Ahnung, welches Deck ich habe. Perfekt gefriest. Und wir machen seinem Turm schon ordentlich Schaden. Gut. Oh shit, liebe Freunde, das ist jetzt nicht so optimal. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Obwohl, das ist eigentlich ganz gut. Setzen wir hier die Pfeile. Perfekt. Er macht einen ich mal danke. Also es war jetzt eigentlich nicht geplant, dass wir gegen den Andrei spielen, aber von mir aus. So. Ich fühle es jetzt mal nicht. Okay, hat eh keinen Sinn mehr gemacht. Ein Hit zumindest. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir den Bomber setzen und sind wir ziemlich am Arsch. Mach ihn noch einfach down, danke.
So. Sollen wir dann gegen den André auf drei Kronen gehen? Ich weiß es nicht. Verteidigt er den Bomber mit irgendwas? Ja, natürlich verteidigt er ihn. Wieso war mein Bomber nur auf Level 9? Das verstehe ich jetzt nicht. Hab doch gesehen, der war doch nur auf Level 9. Oder habe ich mich verguckt? Ach, egal. Perfekt gefreezed. Und damit ist ein Turm down. No. Perfekt gefreezed. Okay, hat jetzt hier den Bomber. Okay. Soll ich gleich auf drei Kronen gehen, oder? Oh, hier wollte ich gar nicht. Ich wollte den eigentlich noch gar nicht loslassen. Aber egal, Hauptsache wir haben Spaß. Defende hier ein bisschen und gehe ein bisschen auf Phase. Oder soll ich meinen Turm down gehen lassen, dass ich bei ihm auf drei Kronen gehen kann? Ich glaube, das ist eine super Idee, deswegen mache ich das jetzt auch mal. Und ich versuche gleich auf drei Kronen zu gehen. Also ich defende jetzt erstmal nicht mehr. Ja, der müsste vielleicht mal auf Offensive gehen, weil sonst funktioniert das nämlich nicht, wenn... Der kriegt mein Tor. Ey, will ich einmal was ausprobieren? Okay, klappt es? Kriegt er noch. Okay. Sehr gut. Oh oh. Gut. So, und jetzt gehen wir da. Jetzt haben wir noch knapp 3 Minuten Zeit, hier auf drei Kronen zu gehen. Okay, defenden wir mal. Das könnte eng werden. Gut. Sein Haupttower hat nur noch 600 und ja. Ich verstehe zwar nicht, warum der jetzt hier auf Offensive geht. Weil das macht irgendwie keinen Sinn. Jetzt habe ich, glaube ich, seinen Turm. Ja, machen wir den Fall down. Gutes Spiel, André. War ja auch ein bisschen schlechter, gebe ich ja zu, aber deswegen passt es schon. So, und wir werden jetzt noch die Kronentruhe öffnen. Genau. Habe ich ja schon gezeigt, was es im Shop gibt? Nee. Auch nicht so interessantes. Okay, öffnen wir schnell die Kronentruhe. Ich hoffe mal da. Vielleicht. Ich habe hier immer noch keine legendäre Karte, obwohl ich schon Level 9 bin. Und 51 Mal der Königsriesen. Naja. Gut, liebe Leute, das war's mit einer weiteren Folge von Clash Royale. Ich habe gestern mal mit meinem Kollegen mal ein Deck getestet. Ich muss mal schauen. Ne, das waren diese Scheiß-Challenges. Okay. Genau. Das war wieder die Challenge. Ich muss mal kurz was schauen. Mit dem dunklen Prinz, genau. Genau, schau, ich habe das zwar verloren, aber schauen wir es uns trotzdem an. Da hatte ich auch ein bisschen ein Scheiß-Deck, aber ich hatte... Ja, hier ist dunkle Prinz. Es war so ein Test-Deck. Inferno-Turm ist eigentlich richtig gut gegen Riesen oder Königsriesen, weil der baut ja den Schaden immer weiter auf. Und er hat dann auch mal ein Funky-Deck ausprobiert, das fand ich auch richtig nice. Weil Funky-Decks sind immer richtig gut. Da hatte ich zu spät gefreezed. Und jetzt bin ich am Arsch. Ne, jetzt hat. Also, den Kampf haben wir verloren, aber ich nur mal kurz mit dem dunklen Prinz wollte ich euch zeigen. Das war's mit der Folge Clash Royale. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich sag, ciao Leute.